Hallöchen, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, lange, lange ist es her, dass ich den letzten Haul eingestellt habe. Ja, krankheitsbedingt war das leider nicht möglich. War ein bisschen turbulent die letzte Zeit. Ich muss auch noch eine Reha machen und habe das daher einfach mal zurückgestellt. Nichtsdestotrotz würde ich einfach gerne weitermachen. Und würde mich freuen, wenn ihr weiterhin auf meinem Kanal bleibt und zuschaut. Vielleicht werde ich auch mal wieder schaffen, das ein oder andere zu basteln. Ich habe wirklich in der letzten Zeit nichts gebastelt und würde euch das dann auch zeigen, wenn ihr Bock drauf habt. Und ja, meine Kiste ist reichlich gefüllt. Ich war nicht nur einmal beim Action, ich war mehrmals, habe immer Kleinigkeiten mitgenommen. Hab das jetzt mal alles zusammengefasst. Der ein oder andere wird es vielleicht schon kennen, was es Neues gibt. Vielleicht habt ihr auch Bock, bei mir nochmal reinzuschauen. Jo, und dann würde ich einfach sagen, machen wir mal die Kiste auf und schauen, was drin ist. So. Tada! Ganz unspektakulär sieht es erstmal aus. Ein Teil habe ich auch daneben geräumt, weil es einfach zu sperrig war, um da reinzuräumen. Ich stelle die Kiste beiseite und hole die Sachen einzeln raus und sag euch oder zeig euch, was ich da geshoppt habe. Fangen wir mit diesen Mappen hier an. Und zwar sind sie richtig rum. Die kosten 1,09 €, haben 20 Taschen. Und ich habe mir die mitgenommen, weil ich da meine Plotterfolien sortieren wollte, die angeschnitten sind, wo so kleine Reststücke sind. Und dass ich die farblich sortiere und nicht immer, ich hatte sonst eine Kiste, da habe ich alle Reste reingeschmissen und da habe ich dann immer gesucht, was ich dann brauchte. Und jetzt habe ich mir die einfach, möchte ich mir die einfach hier reinsortieren. Das kann man natürlich auch wunderbar mit Papierresten machen, dass man sie farblich sortiert. Ich habe mir zum Beispiel nicht nur eine Seite für eine Farbe genommen, sondern habe einfach ein Trennblatt neutrales da reingemacht und habe vorne, ich sag mal, die eine und hinten die andere Farbe reingeräumt. Das kann man natürlich auch mit Restpapieren machen. Man kann es vorne einen Aufkleber drauf machen, eventuell noch beschreiben, damit man auch weiß, was es nachher war. Oder falls man das ein oder andere Papier in irgendwelchen Shops nachkaufen möchte, schreibt man es sich drauf und dann weiß man, was es war. Genau, die habe ich mir mitgenommen. Gibt es in verschiedenen Farben, drei oder vier verschiedene Farben. So. Dann habe ich mir hier diese Postcards mitgenommen. Das sind ja einmal diese fertigen Karten mit den passenden Umschlägen dazu. Haben wir ein kleines Messer. Haben wir. Irgendwo. Ach je. Ist ja mein Messer hin. Ich nochmal immer hier. Nehmen wir eine Schere. Gut. Schneiden wir mal gerade auf. Der eine oder andere wird sie wahrscheinlich auch schon gesehen haben. Ich weiß gar nicht, was die kosten. Da habe ich mir jetzt den Preis gar nicht aufgeschrieben. Weil ist auch schon länger her. Aber allzu teuer sind die auch nicht. Ich habe verschiedene Packungen, die gab es ja auch schon mal auch in ähnlichen Farben. Da muss man wirklich drauf achten, am besten einmal aufmachen und gucken, ob da keine Druckfehler drauf sind. Und dann gibt es halt so. Das müssen Karten, 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 Umschläge, 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 Umschläge. So, es gibt zu jeder passenden Karte farblich passende Umschläge. So, das ist der Inhalt dieses hier. Was das Herz begehrt. Die Farbauswahl finde ich toll. Ich finde auch toll, dass sie nicht irgendwie noch so ein Muster da drauf haben, dass sie einfach neutral sind. Die Nubbis kann man sich abschneiden. Das kommt von der Produktionsbedingt ist das. Sind die da dran, schneidet man sich ab und hat dann gleich den passenden Umschlag dazu. So, die Kartengröße ist 16x5x22. Gibt es in den Farben. Und na, ich mag so Verpackungen eigentlich nie kaputt reißen, aber die gehen jetzt echt doof auf. So. Auf der Rückseite sind die auch nochmal abgebildet.
Aber in Natura sehen die eigentlich noch viel schöner aus. So, dann haben wir hier wieder die Umschläge. Da sind schon die Karten. Da, bis zu den Herzchen. Einmal durchgucken, ob die alle in so Ordnung sind. Mache ich nachher ohne euch. Müsst ihr jetzt nicht mal mit dabei sein. So. Auch wenn Lila nicht so meine Farbe ist, trotzdem finde ich das immer schön. Also es ist auch immer so ein Glitzer-Schimmer-Karte dabei, aber immer nur eine. Das ist einmal diese Farbauswahl. Packen wir hier auch wieder rein. Machen wir nachher ordentlich. So, weiter geht's. Ich denke mal, wir machen mal hier mit diesen coolen Bändern weiter. Und zwar sind das so Jute-Bänder. Hier das hier auch. Oder was ist das für... Steht gar nichts bei, ne? Nö. Das ein Papierband ist. Wollen wir gerade aufmachen. Gibt es in verschiedenen Farben. Nö, das scheint so ein Baumwollband zu sein. Gibt es in verschiedenen Farben. Ich glaube noch lila, aber da ich ja nicht so ganz so ein lila Fan bin, habe ich mir die nicht genommen. Die kosten ja 99 Cent. Und dann, das hier ist ein Juteband. Da sind drauf 30 Meter. Hier sind drauf 10 Meter. Und dieses Juteband kostet 1,55. Gab es in zwei Naturtönen und in diesem Grünton habe ich es gesehen. Ich muss gucken, ob ich ein Bild von gemacht habe. Dann würde ich euch das natürlich noch einstellen. Das ist das. Wie gesagt, hier gab es noch lila bei, aber da bin ich so nicht für. So, dann tun wir das mal beiseite. Dann geht's weiter. Ganz unspektakulär habe ich mir so eine Gartenschere geholt. Die schneidet eigentlich auch ganz gut, glaube ich. Machen wir mal auf. So für kleine Äste und Arbeiten im Garten ist die wirklich gut geeignet. Da braucht man nicht so eine große Schere. Und ich habe hier mal so ein Holzstäbchen. Kann man das mal testen. Zack. Also geht ganz gut, ohne schwere Kraftanstrengung. Also ich fand die auch echt knuffig. Die liegt eigentlich, glaube ich, auch gut in der Hand. Da hat man ein bisschen Kraft mit. Genau. Gab es auch in verschiedenen Farben. Kostet 2, 3, 4 Euro. Also mehr kostet die nicht. So, das war das. Dann geht es weiter. Wir haben einen Gartenschrank bei uns stehen auf der Terrasse. Da haben wir so Sachen drin, die man dann durchaus schon mal öfters braucht. Das sind die Schwimmutensilien, so Flossen und Taucherbrille und keine Ahnung, was alles für die Kinder drin, wenn die in den Pool wollen, damit die das nicht immer sonst wo lagern müssen. Flossen, ja, hatte ich schon gesagt. Da sind Gartenschuhe drin und so weiter. So, und da waren auch Griffe, habe ich mir da dran gemacht. Und da hat mein Sohn sich beschwert. Das war auch so ein spitzer Rand. Hier ist das nicht so. Der steht irgendwie bei den anderen Griffen ab. Die, keine Ahnung, wo ich die auch her hatte. Und er sagt, ich möchte bitte andere dran machen. Da habe ich mir die hier mitgebracht. Und die kosten 86 Cent. Und da habe ich gedacht, na, dann mache ich die mal dran. Sieht bestimmt auch ganz nett aus. So, weiter geht's. Ganz unspektakulär. Paketklebeband. Das nutze ich ganz viel. Das ist eigentlich echt ganz gut. Da bin ich wirklich mit zufrieden. Klebt gut. Wunderbar. So, weiter geht's. Es gibt neue Bullet Journals. Da habe ich mir mal hier das hier mitgenommen. Ich glaube, 3 oder 4 verschiedene Farben. Würde ich euch auch wieder ein Bild einfügen. Da sind drin, wollen wir mal gucken, wie Sie sehen, sehen Sie. Also 100 Gramm Papier, 80 Seiten mit den Punkten. Und man kann auch, wenn man sich verschrieben hat, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera erkennen kann, die sind so perforiert und die könnte man zur Not ganz einfach ausreißen. Und das Schöne ist, man könnte sich auch hier wieder eine neue Seite ankleben. Also, wenn man sich mal verschreibt, braucht man sich nicht zu ärgern. Kostet 1,85. Ist akzeptabler Preis. Wie gesagt, gab es noch 2 oder 3 andere Ausführungen.
Dann habe ich, was schon lange, hoch, hier ist die Manschette gerade abgegangen, was ich schon lange nicht mehr gesehen habe, dieses Makramee-Garn. Und ich wollte das auch mal testen. Und das gab es noch in rosa und in hellblau, meine ich. Also so Babyrosa, Babyblau. Und habe mir mal die beiden mitgenommen. Ich finde diese Schlüsselanhänger oder diese Federn, die man daraus machen kann, echt süß. Und wollte das mal testen. Ist ein bisschen fusselig hier. Ob das was ist. Wie gesagt, ganz süß. Ansonsten kann man bestimmt, wir Bastler können ja alles gebrauchen, kann man das bestimmt noch für was anderes Nettes gebrauchen. So, dann habe ich hier, da wo die Perlen lagen, diese Teile mitgenommen, aber das sind gar keine Perlen. Das sind so kleine Melonenstücke. Für Shaker-Karten werden die wahrscheinlich zu dick sein. Ich mache es mal gerade auf. Also es fühlt sich an wie so Fimo-Dinger. Vielleicht, wenn man ein scharfes Messer nimmt, kann man die vielleicht nochmal teilen. Genau, also irgendwie für Sommerdeko oder sowas für auf Karten, vielleicht kann man das da noch draufkleben. Ich versuche die mal zu teilen, dann sind die ein bisschen dünner. Oh, der ist aber daneben geraten, dann kann man den schon mal als Testobjekt nehmen. Der ist ein bisschen schief und krumm. Und würde die einfach mal versuchen, die Tage mal mit einem Skalpell zu teilen. Dann sind die nicht ganz so dick, dann kann man die auch auf Karten aufkleben oder so als 2, 3, 4 Schüttelelemente mit beilegen. Kosten auch irgendwie um 1 Euro, glaube ich. Mehr nicht. Dann gab es nochmal neue Perlen. Da habe ich mir die hier mitgenommen. Ich meine, ich hätte noch eine andere Sorte. Kann natürlich sein, dass ich schon verräumt habe bzw. gebraucht habe, dass die deswegen jetzt nicht in meiner Kiste waren. Da sind immer 1, 2, 3, 3 bis 4 unterschiedliche Größen drin. Und gemischte Perlen, Glasperlen. Aber steht jetzt nicht drin, die Menge bzw. das Gewicht. Ja, die gibt es in verschiedenen Farben. So. Dann geht's weiter. Das habt ihr vielleicht auch schon überall gesehen. Es gab wieder diese neuen diese Blöcke. Und zwar 4 verschiedene. Und da sind immer mittendrin 2 verschiedene Glitzerseiten drin. Ich blätter den mal schnell mit euch durch. Fangen wir mit Weiß an. Dann so ein Grau. Das ist auch so ein glänzendes Grau. Das ist auch sehr schön. Dann so ein Mittelgrau. Dann kommt der Glitzer in Grau. Guckt immer beim Action, ob diese Glitzerseiten, und die sind, das ist beschichtetes Papier, ich weiß nicht, wie ich es stanzen lässt. Dunkelgrau-schwarz würde ich fast sagen. Ja, dann kommt so ein, also diese Seiten, ob die in Ordnung sind, manchmal sind die fehlerhaft. Dann kommt so ein, 2 verschiedene Brauntöne. Dann kommt so ein Orange-Glitzer. Dann kommen noch mal so Brauntöne. Genau, das war's. Und dem hier sind drauf 30 Seiten mit 13 Farben, 180 Gramm und 8 Glitzerblätter. So, dann haben wir hier einmal, ich sag mal, Grundfarben. Hier, da ist es zum Beispiel. Aber finde ich jetzt, habe ich nicht gesehen, finde ich jetzt nicht ganz so tragisch. Nehme ich halt jetzt die Seiten. Sucht euch am besten die besten Blöcke raus. Wie gesagt, da habe ich jetzt bei dem nicht drauf geachtet. Ich gucke meistens, ob die Glitzerseiten in Ordnung sind, weil das ist für mich ärgerlicher. Hier sind ein paar Pünktchen drauf. Das ist so Magenta. So, dann kommen die lila Töne. Wie gesagt, lila, nicht mein Fall. Vielleicht werde ich die irgendwo mal brauchen, aber ich muss kein Lila haben. Und sei denn, das ist ein schönes Motiv drauf. Oder ich brauche es gerade. Das Grün finde ich auch immer schön. Ja, so ein Moosgrün hätte ich mir noch vorstellen können. Das wäre auch cool gewesen. So, dann geht es weiter mit dem Block. Fangen wir hier mit so einem Petrol an. Oh, hier ist da Kassenzettel drin, sehe ich gerade. Den lege ich mir mal da rein.
Genau, die Kosten. 1,89 €. Hatte ich eben gar nicht dabei gesagt. So, 1,89 €. Dann geht's weiter mit dem Glitzer. Hier ist er. Oh, hab ich nicht gesehen, aber ist nicht ganz so tragisch. So, ein Glitzer. So einen helleren Ton. Rosa. Ein helles und ein mittel. Ja, so ein rosa kräftiger. Das ist schon eher, ich sag, pink. Das ist so purpur. Dann kommen so Rot-Pink-Töne. Hier so ein dunkelrot. Das ist auch, sieht man in der Kamera, sieht es jetzt sehr hell aus, aber es ist eher dunkler. Und dann kommt mein aller Lieblingsblock aus dieser Serie. Das ist der mit den Pastelltönen. Da bin ich ja ein absoluter Fan von. Genau. Einmal wunderschöne Pastelltöne. Das ist das gleiche Grün wie bei dem einen. Mal gucken. Das habt ihr ja schon wieder dann zwei verschiedene. Ich würde sagen, grün, das ist auch ein Grünton. In den Blöcken. Also kann man wunderbar mit arbeiten. Schön mit Regenbogen, für Regenbogenkarten. Die mag ich sehr. Gefallen mir gut. So, weiter geht's. Hier habe ich mir noch diese Holzbuchstaben mitgenommen. Da gibt es ja auch in, ich glaube, die gibt es auch in Schwarz. Und ja, da gibt es eigentlich nichts weiteres zu sagen, wenn man irgendwo mal was aufkleben möchte. Sind die da ganz gut für geeignet? 104 Stück. Dann hatte ich mir einen Stanzer mitgenommen, einen Kleestanzer. Ich hätte gern ein paar große Kleestanzen, aber da, wo ich überall gesucht habe, war im Moment nicht lieferbar. Und den habe ich mitgenommen. Dann habe ich festgestellt, ich habe den schon. So, zum Saubermachen habe ich mir hier diese Mikrofasertücher mitgenommen. Ich glaube, die Stanzer kosten maximal 1,09 €. Ich glaube, meine, die wären teurer geworden. Ich weiß es aber jetzt gerade nicht. So ein Tuch für Stempel, zur Stempelreinigung mitgenommen. Das sind so schöne, ganz weiche Mikrofasertücher. Die fusseln, denke ich mal, auch nicht. Kostet so ein Tuch 69 Cent. Noch unbenutzt. Hat mir da auch drei Stück mitgenommen. In jeder Farbe. Rosa, blau und dieses. Ja, mit Grün. Ja, das war das. Und dann kamen wir zum Papier. Ne, wir machen erst Stifte. Wir machen erst Stifte. Und zwar gibt es diese Glitzer Brush Marker. Und zwar gibt es sechs verschiedene Farben. Und dann habe ich mir die alle mal mitgenommen. Glitzer geht ja immer. Da kann man ja auch gar nicht so schlecht dran vorbeigehen. Und hier seht ihr einmal die ganzen Farben. Und wenn ihr wollt, können wir da mal noch ein extra Video zu machen, wie die malen und was man damit anfangen kann. Ja, die sind auf Wasserbasis, also denke ich mal, so Aquarelleffekt, so wie das auch hier abgebildet ist, wird man bestimmt gut damit hinbekommen. So, das sind die. Die Glitzerstifte kosten 1,89 €. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Aktuell gibt es auch wieder neue Stanzen. Die Serie davor, die es gab, habe ich auch bekommen. Würde ich euch aber jetzt auch gar nicht mehr zeigen wollen, weil die sind ja schon zuhauf überall gezeigt worden. So, dann fangen wir mal an. Ich glaube, einmal fehlt mir was. Und zwar gibt es diese Randstanzen. Da gibt es noch ein anderes Muster von. Das habe ich jetzt nicht bekommen. Vielleicht bekomme ich das nochmal. Die haben immer, ich sag mal, eine Serie im Regal liegen und dann liegen da danach wieder alle anderen alten da. Und leider kann man hier jetzt nicht wie bei den anderen schon mal gucken, was gehört denn überhaupt zur Serie. Aber ihr könnt natürlich auch im Internet gucken, auf der Seite vom Action. Da sind die auch immer alle abgebildet. So, dann fangen wir hier mit den Standardformen an, die man immer überall gebrauchen kann. Blümchen und so Rechtecke. Genau. Das, dann haben wir einmal diese Sprechblase, die fände ich ganz toll. Die könnte man sich
zur Not auch noch ausschneiden, weil hier das stanzt ja dann einmal raus und hier das bleibt dann auf der Karte. Und dann gibt es noch hier einmal diesen Rand mit den Herzchen. Genau, das sind einmal die Stanzen. Die Stanzen kosten 3,29 und sind die zurzeit aktuell sind. Dann ist auch ganz aktuell, es gibt wieder diese Kilopakete Papier. Und zwar habe ich mir, ich habe auch schon eins aufgemacht, zwei verschiedene Pakete mitgenommen. Ihr könnt immer hier am Rand gucken, welche Farben sind drin. Aber ihr wisst leider nicht, wie das Papier so ist. So, das eine Papier habe ich schon mal aufgemacht. Da habe ich tatsächlich auch schon was rausgenommen. Und den würde ich euch einfach mal gerade schnell im Schnelldurchgang zeigen. Das ist so einmal von der Seite, weswegen ich das mitgenommen habe, auch wegen dem Grauen. Und da können wir gerade einmal durchblättern. Das Kilopapier kostet 2,29. Also das ist so eine Überraschungstüte. Ihr wisst nicht, was ihr bekommt. Fangen wir mal hiermit an. Das ist so ein dünnes Papier. Also das hat auf keinen Fall 80 Gramm. Und was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das euch auch aufgefallen ist, könnt ihr mir ja mal schreiben, wenn ihr das gekauft habt. Das Papier riecht nach irgendeinem Parfüm oder Muttenduft oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall riecht das Papier komischerweise. So, dann haben wir hier ein Papier. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ja, hat so eine Streifenoptik. Das ist auch, fühlt sich auch so ein bisschen an, also als wären die Streifen da drin geprägt. Ja, man kann es erkennen. Fühlt sich auch so an. Also man spürt die Streifen. Ist auch wirklich ja, annähernd an Kopierpapier. So, dann haben wir hier, waren auch vier Blätter, haben wir hier normales gelbes Papier. Würde ich sagen, ist genauso wie dieses rosane. Aber hat eine leichte Struktur oder eine Einprägung. Seht ihr das? Oder bilde ich mir das jetzt ein? Irgendwie ist das leicht geprägt. Oder es liegt einfach daran, dass das Papiereinschlüsse sind. Aber es sieht komisch aus, aber naja, gut. Vier Blätter. Dann haben wir hier so ein grünes Papier. Wie so eine Hautoptik von einem, ja, ich sag mal, Krokodil, weil es farblich passt. Dann kommt was, oh je. Da gibt es auch noch ganz viel von. Wenn das jemand haben möchte, gegen Porto würde ich das natürlich abgeben. Da sind Ahornblätter drauf. Boah, das riecht auch so. Boah, ehrlich. Also mir gefällt es nicht. Wem das gefällt und wenn es jemand haben möchte, der darf sich gerne melden bei mir. Und dann, das färbt doch irgendwie ab. Seht ihr das an meiner Hand? Wie so Puder da drauf. Würde ich das abgeben. Also da werde ich auf keinen Fall irgendwas mit verbasteln. Es sind auch ein paar Blätter. So, dann kommt hier so ein schwarzes, dünnes Papier. Ihr seht ja auch an dem Papier, dass das abgefärbt hat. Ja, weniger als Kopierpapier. Und dann haben wir nochmal gelbes. Das ist aber jetzt so Tonkarton, würde ich sagen. Ich kann das immer schlecht schätzen, was das für Papier sein oder wie die Grammatur sein soll. So ein gelbes Papier kann man durchaus gebrauchen. Dann kommt hier ein Papier, das hat so eine, eine Oberfläche wie ein Aquarellpapier. Hinten ganz glatt. Da habe ich auch schon, deswegen hatte ich den Karton aufgemacht, ein paar Teile, also ein paar Seiten von gebraucht. So, dann haben wir lila. Wie hört man vielleicht? Wie Tonkarton. Das würde ich zu dem Rosa noch mit abgeben. Also lila und rosa. Dann haben wir hier mal dieses rosane Papier. Ja, es hat auch so eine angeraute Oberfläche. Hinten ganz glatt. Ein bisschen schwerer. Ja, keine Ahnung. Dann haben wir hier nochmal so ein beschichtetes Papier. Das ist auch naja, vom Muster her, na, nicht ganz beidseitig gleich, aber das ist so ein, wie so ein Perlmutt da drauf und so ein ja, weißen Naturton. Dann haben wir hier,
Da würde ich ja glatt sagen, wenn es nicht ganz so fest wäre, würde ich sagen, es ist Raufaser. Naja, Raufaser nicht, aber es ist so eine Tapetenoptik. Bestimmt auch interessant, kann man bestimmt auch das ein oder andere mit verbasteln. Dann haben wir ein rotes Papier, einseitig beschichtet, auf der Rückseite nochmal rot. Das ist auch so ein Perlmutt-Oberfläche. Ja, eigentlich ganz schön. So, jetzt machen wir das hier mal auf. Da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Also, ich habe mir mein Messer nicht hier hingelegt. Ich weiß auch nicht, wo es hin ist. Hat bestimmt irgendjemand. Hier ist eins in den Fingern gehabt, aber hier ist eins. Ich habe mehrere davon. Einer hat immer irgendwas. Ich habe letztens einen Kleberoller gesucht. Er findet sich nicht wieder. Ich weiß nicht, wo er hin ist. Und ich weiß ganz genau, was ich damit gemacht habe und wo ich ihn hingelegt habe. Aber keiner wird ihn gesehen haben. Er ist verschwunden. So, machen wir hier mit dem weiter. Also wie gesagt, da gibt es verschiedene Ausführungen von den Papieren. Jetzt will ich mal gucken, ob das riecht auch. Weiß ich nicht. Das ist aber echt nicht schön. So, fangen wir mal hier an. Das ist so ein auch dünneres Papier als Kopierpapier und hat so eine Struktur, so ein Muster. Vier Blätter, ja, in so einem helleren Blauton. So, dann kommen wir, das sind wahrscheinlich auch wieder vier Papiere, in so einem Aprikot und das ist auch so leicht strukturiert, das Papier. Ich weiß, das kann man sehen, ja. So ein helles Aprikot würde ich das jetzt mal bezeichnen. Dann kommen wir wieder zu so einem beschichteten mit Perlmutt-Oberfläche-Papier. Ja, auch so ein nettes Muster. Ja, muss mal gucken, was man draus macht. Manchmal fällt einem dann ein. So, dann haben wir hier wieder dieses Kroko-Papier, nenne ich das jetzt einfach mal. Das hatten wir eben hier auch schon mal. Das können wir direkt dabei sortieren. Ziehen das raus und dabei. So, weiter geht's. Oh, da ist was drauf gestempelt. Ich würde dir mal interessieren, warum das Papier hier drin ist. Es werden wahrscheinlich irgendwelche Überproduktionen sein. Was da vorher mit gemacht werden sollte, das würde mich auch mal interessieren. Sind irgendwelche Überproduktionen, werden zusammengeschnippelt oder Probeblätter? Makis. Sollte man mal googeln. Das ist auch so, naja, würde ich jetzt sagen, Aprikot. Und das ist so, kann man ganz schwierig sagen, so ein ganz helles, ja, Gelb oder so. Da sind auf jeden Fall reichlich Papiere. Ich sag mal, muss ja nicht, wenn man das ganze Papier nicht braucht, kann man natürlich auch was draus machen. So, dann haben wir hier nochmal so ein helles Blau. Hatten wir das eben auch? Nee, ne? Das hatten wir nicht, war ein anderes. Muss ich das gleich einmal hier sortieren. Nee, war ein anderes. So, das hat so Längsstreifen, die fühlt man auch wieder. Ach, das hatten wir eben mit dem Weißen, glaube ich. Da sind auch ganz schön viele drin. Dann haben wir hier nochmal so ein festeres Strukturpapier im Paket. Oh, da sind einige Blätter. Na, das hört ja gar nicht auf hier. Ja, das sind schon wieder einige Blätter hier. Das hat auch so eine Oberfläche, eine geprägte und hinten ganz glatt. Ich denke mal, ja, da sieht man schon ein bisschen diese Prägung durch. Kann man auch gut als Auflegerpapier nehmen. Sind einige Blätter bei. So, dann geht es weiter. Das gleiche nochmal in einer anderen Farbe. Also das hat die gleiche Oberfläche wie das Weiße hier. So, genau. Und da sind auch wieder einige Blätter bei. Das kann ich mir gut vorstellen als Auflegerpapier. Für Weihnachtskarten dunkelrot ist immer gut. So, dann haben wir hier von der Optik, würde ich sagen, Löschpapier.
Also sieht wirklich aus wie Löschpapier, ist aber fester. Sieht interessant aus. Fester, hat so leichtes, also hört man das, so leichte Struktur wieder. Und hat so einen Aprikosrosa Ton, würde ich jetzt mal sagen. Ja, vielleicht fällt einem was Schönes dazu ein. Sind auch einige drin. Dann haben wir hier. Ach du Herrje, was ist das denn? Ich würde sagen, eine Rückseite von einem Block ist das. Mehr ist das nicht. Also, das ist einfach feste, bisschen festere Pappe. Ja, keine Ahnung. Dann haben wir nochmal so ein Strukturpapier in so einem Champagnerton. Perlmuttartig wieder. Vier Blätter auf der Rückseite. Kann man das Motiv auch nochmal sehen? Oh, das sieht ja cool aus. Dann haben wir dieses hier. Das sieht auch echt mal cool aus. Ja, das gefällt mir. Rückseite auch ähnlich. Nur hier kommt die Struktur ein bisschen mehr durch. Das ist glatter. Und das ist so matter. Glatter, matter. Und, oh, das gefällt mir echt gut. So, dann haben wir hier zum guten Schluss, haben wir hier noch so ein schönes, ja, Erdbraun ist es eigentlich nicht. Nussbraun, Papier, vier Blätter. Ja, genau, das war das. So, wenn ihr Interesse habt, ich würde jetzt so ein Paket zusammenstellen und würde das, wenn ihr meinen Kanal geliked habt und einen Kommentar gegeben habt, würde ich das einfach, ich verlose es jetzt einfach. Ich würde einfach das Papier zusammenstellen, ein paar Papiere. Wenn euch dieses eine rosane gefällt, wie gesagt, das ist auf jeden Fall dabei mit diesem komischen Muster. Das würde ich einfach in einen Umschlag packen und euch zuschicken. Schreibt mir es bitte in die Kommentare und dann würde ich beim nächsten Mal einfach beim nächsten Video auslosen und würde dann mal schauen, wer es haben möchte und dann schicke ich euch das. So, das wäre das. Stanzen haben wir gemacht, Papier haben wir gemacht, aber mit dem Papier sind wir noch nicht zu Ende. Denn ich habe diese neuen 30x30 Blöcke bekommen. Und ich muss die mal gerade sortieren. Ich hatte mir eigentlich eine Favoritensortierung gemacht, habe es aber andersrum gelegt. Und würde mit dem anfangen, den ich genommen habe, obwohl es lila ist. Aber es waren ein paar Sachen dabei, die mir wirklich zugesagt haben. Und deswegen fangen wir damit an. Und zwar geht's los. Der ist foliert, 30x30. Ich glaube, das ist der einzige, der foliert ist, der kostet 2,75. Die anderen kosten alle 2,24. So. Dann fangen wir an. Ist sehr blumenlastig. Das ist natürlich so ein Blaulila. Das ist das, was ich mag. Da ist wieder foliert. Das ist auch ganz schön. Nur halt. Das ist lila foliert, das ist jetzt echt nicht so mein. Weswegen ich es mitgenommen habe, ist wegen diesen Hortensienblüten. Die mag ich sehr, ist eigentlich meine Lieblingsblume. Und deswegen habe ich das mitgenommen. Das geht auch noch. Da sind die ein bisschen größer abgebildet. Da ist auch der Rand mit Folie. Das ist auch sehr schön dezent. Da hätte ich gerne zwei Blätter von, aber leider ist das andere foliert. Schade, schade. So, hier haben wir wieder ein paar Blätter in so einem dunkel-lila Blauton. Der Rand foliert. Kleine Blümchen, die gehen auch, obwohl es lila ist. Da geht es auch mit der Folierung. Da ist ja nur in der Blütenstempel, nennt man es, glaube ich. Mit Folie. Hier ist auch wieder der Rand mit Folie. Da könnte man auch, man muss ja nicht die Karte genau so ausschneiden, wie sie ist. Man nimmt so eine Stanze, vielleicht mit einem Büttenrand oder so. Und hier in der Mitte klebt man was drauf. Als Aufleger fertig.
so ein Mintton. Der ist nicht ganz so meins. Das wäre jetzt auch nicht so meins. Dann so ein dunkelblau-lila ist schon wieder gut. Das sind ja immer die Kärtchen, die dabei sind. Ja, ich kann nicht so allzu viel mit anfangen. Ich bräuchte die jetzt nicht in diesem Block. Also, das ist der Block, der so semi-gut ist. Den habe ich genommen wegen den Hortensien. Und die ein oder anderen Papiere, die da so drin sind, die sind echt schon schön. Schade davon, dass es nicht mehr davon gibt. Dann geht's weiter. Ja, lassen wir jetzt mit den Favoriten. Ich glaube, ich habe sie falsch sortiert. Egal. So, dann geht's weiter. Diesen fand ich auch sehr cool. Wenn man so ein Adventure, heißt der, wenn man so ein Reisetagebuch oder sowas machen will, da fand ich das echt cool. Bis auf die ganz großen Sachen. Das ist so meistens nicht meins, aber man könnte wahrscheinlich ein Album damit einbinden. Also das müsste mal gucken, wie man es gebrauchen kann. Genau. Das finde ich auch ganz toll. Da habe ich neulich... Oh, wo habe ich das gesehen? Ah, bei Stempel im Ark gibt es ein neues Stempelset. Da ist dieser Stempel mit bei. Genau. Das ist auch ganz cool. Da würde ich vielleicht auch sogar nur das hier nehmen. Mal gucken. Oder die Berge hier finde ich auch echt... Ist sehr dezent. Da macht man vorne einen schönen Spruch drauf oder sowas. Cool. Coole Sache. So. Fußabdrücke. Hier haben wir verschiedene Jahreszeiten. Das ist auch echt toll. Das auch. Da kann man vielleicht sich so einzelne Schildchen drauf machen. Wo man denn überall gewesen ist. Haben wir auch noch mal sowas. Noch Berge. Größeres. Und dann wiederholt sich das. Die Blöcke kosten 2,24. Genau, da kommen wir zum nächsten. Once Upon a Time. Den finde ich auch ganz klasse. Von den Farben her. Ich mag ja diese Natur- und Grüntöne. Das sieht mir hier so aus wie so ein Recyclepapier, so selbst geschöpft. Dann haben wir hier einmal die Falter zum Ausschneiden. Das sieht aus wie so ein altes Papier mit alter Schrift. Hier haben wir wieder Teile zum Schnibbeln. Da kann man vielleicht auch die Rückseite nehmen oder halt Schmetterlinge ausschneiden. So, dann haben wir hier so zwei verschiedene Grüntöne. So, hier haben wir Fahne. Und hier sind, das kann man vielleicht auch für Ostern nehmen, ist ein Häschen drauf. Sieht auch gut aus. Hier so ein paar Sprüche. Viel grüne, also einfarbige, ohne irgendwelche Muster. Dann haben wir hier dieses Pilzmuster. Nochmal mit Fahnen. Hier größere Motive, wie gesagt, da schneidet man sich halt so das aus, was man braucht. Schade finde ich, dass die Schnecke ist ja süß. Ha! Moment, Schneckchen. Ich liebe Schnecken. Die ist ja, oh, die ist ja knuffig. So irgendwie so. Oh, die ist süß. Warum gibt es die denn nicht öfters? Gibt es die öfters? Nein, vielleicht kann man sich das so ausschneiden. Ja, wie gesagt, hier sind nochmal Gräser mit lateinischen Bezeichnungen, nehme ich mal an. Grün, grün, grün. Grüner Witz nicht mehr. So, und dann wiederholt sich einmal dieser Block. Also, wer auf grün steht, der hat hiermit voll gewonnen. Dann haben wir einmal den I'm in love with flowers. Da kann man sich ja auch irgendwie so eine Ecke ausstanzen oder vielleicht sieht, ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn man das als Herz ausstanzt. Da haben wir einmal die Rückseite in so einem Hellflieder. Ja, so wie so eine Leinenstruktur. Einmal eine große Rose. Puh, ist echt nicht meins. Da weiß ich auch nie was. Also ich weiß nie, was man mit den großen Sachen anfangen soll. Ich weiß nicht, was macht ihr daraus? So, dann haben wir hier nochmal Blümchen.
Blümchen. Der Block lebt von Blumen natürlich. Ich bin mir echt un. Also das ganze Blatt weiß ich nicht, ob man das verwendet. Oder halt irgendwas ausschneidet, einen Spruch drauf macht und fertig ist der Käse. So, und dann haben wir hier einzelne Blümchen zum Ausschneiden. Was ich nur schade finde, die sehen so schlecht gedruckt aus, sage ich jetzt mal. Aber das ist wahrscheinlich gewollt, so Vintage, keine Ahnung. Schöner wäre es gewesen, die wären klarer gewesen. Hätte ich persönlich besser gefunden. Dann haben wir hier noch so Dots zum Ausschneiden. Das ist auch ganz schön auf eine Karte, denke ich mal. Ja. Ein Bändchen drum, ein Sprüchchen. Finde ich ganz gut. Wieder eine große Blume. Hier ist so ein, ja, das könnte grau sein. Ein Grau mit so Pünktchen. Der ganze Block ist so irgendwie, als wäre der so strukturiert. Vielleicht sehen die anderen Blumen auch deswegen so aus. So, wieder eine, ja, Blume. Und hier nochmal Blümchen. Dann haben wir hier, das ist auch ganz schön. So ein Altrosa, würde ich sagen. Hier haben wir noch Blümchen zum Ausschneiden. So sieht da die Rückseite aus. Und das ist das gleiche hier. Einmal in so einem Grauton und einmal so einem Altrosaton mit diesen Blümchen hier. Röske, naja, das gefällt mir nicht ganz so. Mal wieder ein großes Blatt, das hatten wir schon lange nicht mehr. Dann haben wir einmal so einen Leinengrünton. Ja, und dann wiederholt sich wieder. Das war dieser Block. So, dann kommen wir hier, was man auch schön für ein Reisetagebuch nehmen kann, wenn man eine entsprechende Reise getätigt hat oder eventuell, so wie wir auch, noch eine Safari plant, weil wir würden gerne mal nach Afrika fliegen und uns das da anschauen. So, fangen wir an. Das sind halt so Natur- und Erdtöne oder Naturfasern. Sehr schön. Echt süß. Aber meistens will man ja halt einfach seine eigenen Bilder einkleben und ein Sprüchchen drauf machen. Wie gesagt, vielleicht kann man sowas als Einband nehmen. Ja, auch so wieder so Leinen, Jute, Tieroptik. Das finde ich ganz schön. Das kann man durchaus verwenden. Oder diese Filmstreifen finde ich auch cool, wenn es die mehr gäbe. Gibt es die noch hier vorne noch irgendwo? Da ist noch so ein Stück. Nee. Das ist cool. Da könnte man im Album halt auch gut verwenden. Das finde ich toll. So, hier ist wieder so eine Jute-Optik, Tierprint. Sieht mir eher aus wie so eine Sandoptik. Hier haben wir kleine Teile zum Ausschneiden. Hier ist eine Weltkarte. Das ist echt cool. Das ist echt cool. Und das könnte man, wie gesagt, man könnte es auch abschneiden. Das irgendwie auf dem Cover machen und hier oben diesen Streifen auch extra machen und hier vielleicht kleine Fotos reinmachen. Man muss ja nicht das so verwenden, wie es ist, aber ich könnte mir echt vorstellen, hier so kleine Fotos drauf zu machen. Das sähe auch cool aus. Wenn ich den nochmal kriegen könnte, den würde ich auch glatt nochmal nehmen. Genau, hier kommt nochmal Jute, 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 die gute Jute. Und dann wiederholt sich die ganze Chose. Also sehr naturverbunden, aber da steht es ja auch drauf. Safari, denke ich, das sagt ja auch alles. Verschiedene Tierprinte und ja, finde ich echt cool, auch diese Weltkarte. Und dann kommt einmal dieser Magic. Ist alles so in so einem Dunkel. Blau gehalten. So schöne Libellen. Da habe ich zum Beispiel ein Stanzen- und Stempelset von Stampin' Up. Das war mal,
gibt es leider nicht mehr. Die Stanze, die Handstanze gibt es noch, warum auch immer, aber das Stempelset gibt es nicht mehr. Stampin' Up! Hatte ja bis zum 30.04. einen großen Ausverkauf gestartet. Da konnte man echt schöne Stempelsets ergattern. Ich kann euch gleich ein paar zeigen. Ja, die deutlich reduziert waren. Und was mir halt bei Stampin' Up! Gut gefällt, sind halt, dass es da diese Gummistempel gibt und nicht nur Clear Stamps. Die haben auch den einen oder anderen Clear Stamps, aber ich gucke immer, ob es das Set als Gummistempel gibt. Dann ist es eher was, ist natürlich haltbarer als diese Clear Stamps. So. Ja, ist nicht ganz so mein Block, aber sind ein paar schöne Sachen dabei. So, ich glaube, da wiederholt es sich hier. Genau, das war dieser Block. So, das war so das, was ich bei Action bekommen habe. Ich habe noch zwei, drei Sachen vom Teddy. Die hatten zwischendurch mal irgendwie, ich war aber auch schon lange nicht mehr da, Sachen runtergesetzt, also preislich reduziert. Und da habe ich mir das ein oder andere noch schnell mitgenommen. Das kann ich euch gerade zeigen, ist nicht viel. Ich hoffe, das ist reduziert. Ich habe gar nicht drunter geguckt, was die sonst kosten. Ja. Die Bänder finde ich immer ganz cool. Davon habe ich schon welche und habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob die aus dem Sortiment fliegen. Nimm dir die mal mit. Die habe ich mir noch mitgenommen. Die. Dann hatte mein Sohn Konfirmation. Da muss ich noch ein Album fertig machen. Diese Tortenspitzen zum Verbasteln und diese Fische werde ich mir entweder bestempeln oder beplotten fürs Album. Das weiß ich noch nicht ganz. Und dann hatte der Discounter Norma, wo habe ich es hingeschmissen? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Da gab es so kleine Kistchen, da waren Magnete drin. Und da habe ich mir so ein Kistchen mitgenommen. Kistchen kostet 6,99. Eins habe ich schon ausgepackt. Und da sind drin hier 50 Neodym-Magnete. Die sind natürlich sehr stark. Und ich denke mal, die kann man auch gut für Verschlüsse für ein Album verwenden. Aber die kosten 7 Euro. Aber wie gesagt, es sind halt keine 0815-Magnete. Die sind schon, die haben schon eine sehr hohe Zugkraft. Ah, ich habe es gefunden. Hier. Bom. Was ist denn jetzt dahin gerollt? So, Neodym-Magnete, magnetische Kapazität von 1 Kilo. Also da kann man wirklich auch einen Verschluss von mit einem Album machen. Das müsste auf jeden Fall so bleiben. Genau. 10 mal 1,9 Millimeter. So sieht's aus. Gut, ihr Lieben, das war's erstmal für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wie gesagt, schreibt mir einen lieben netten Kommentar in die, das ist ja hingerollt, in die, also schreibt mir was in die Kommentare, ob ihr Interesse an so einem, ja, Mischpaket Papier habt. Ich würde das dann beim nächsten Video auslosen und demjenigen dann zukommen lassen. Genau. Und als Lohn für meine Arbeit Däumchen nach oben. Und wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt und keins mehr verpassen wollt, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, dann werdet ihr auf jeden Fall benachrichtigt, wenn es was Neues gibt. Ich werde auf jeden Fall jetzt dranbleiben. Wie gesagt, ich muss noch eine Reha machen. Da werde ich vielleicht in der Zeit nicht schaffen, Videos zu machen für euch. Aber vielleicht schaffe ich was vorzubereiten und werde es dann nach und nach einstellen. Ja. Für euch bleibt auf jeden Fall gesund. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man irgendeine Krankheit hat. Und man sollte seine Gesundheit dann dementsprechend auch schätzen. Und ja, macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss.